Ja, und hier bei mir in der Interview-Area, da habe ich den Sascha Springer, frisch gebackener deutscher Meister im K1. Sascha, ich möchte dir aber als erstes für etwas anderes gratulieren, denn du bist nämlich frisch verheiratet. Dazu erstmal herzlichen Glückwunsch. Ja, vielen Dank. Und dann natürlich, lass uns über die deutsche Meisterschaft sprechen. Das ist jetzt deine wievielte? Ja, ich glaube, meine fünfte Meisterschaft. Und wie viele Titel hast du gewonnen in der Vergangenheit bis dato? Drei. Okay, das klingt gut. Woran hat es denn heute gelegen, dass du den Kampf siegreich bestreiten konntest? Ich denke mal generell an meiner Erfahrung und an meiner Schlaghärte. Und ja, die Kondition war heute nicht ganz so ausreichend, aber ich denke mal durch die Erfahrung und durch die Härte hat es am Ende gereicht. Sehen wir dich denn auch in Zukunft wieder international? Bist du ambitioniert für den Kader für die anstehende Europameisterschaft? Ja, auf jeden Fall. Also die letzten Jahre war ich auch dabei und dieses Jahr auch. Also die Arbeit läuft darauf hinaus. Was würdest du dir wünschen für die Zukunft des K1s? Wenn du einen Wunsch frei hättest, was würdest du sagen, was braucht das K1, damit es dir noch viel, viel mehr Spaß macht? Ja, ein bisschen mehr öffentliche Anerkennung, vielleicht ein bisschen mehr Beachtung auch hier in der WAKO und generell ein bisschen mehr Unterstützung. Okay, dann wünsche ich dir für heute weiterhin viel Spaß, viel Erfolg. Vielen Dank, dass du hier bei uns warst und dann genieß noch deinen Tag als frisch gebackener deutscher Meister. Ja, vielen Dank.